Willkommen zurück zu meinem Let's Play XCOM. Das letzte Mal haben wir einen wunderschönen Einsatz gemacht, bei dem wir alle Aliens entsorgt haben und selbst nicht gestorben sind. Wäre noch ganz wichtig, wenn wir so einen Alien-Anführer irgendwo finden würden. Dazu bräuchten wir ein zumindest mittelgroßes Schiff. Mal schauen, ob wir sowas finden. Oder die Basis. Aber die Basis will ich echt nicht angreifen. Noch einmal very slow, small. Naja, intercepten wir es. Oh, das ist da drüben. Wir hätten uns das vielleicht zuerst anschauen sollen, wo es ist. Nichts aus, als jetzt nochmal auftauchen. Nee, ärgerlich. Wir haben da leider noch keine Interceptoren in diesen Basen. Na gut, wir müssen das versuchen. Schon allein, weil es eh wurscht ist, außerdem fliegt es uns eh entgegen. Was? Oh, wir sind fertig mit der Personal Armor. Heavy Lasers. Ist okay. Schauen wir mal, was kann man noch alles produzieren? So Stun Bombs. Laser Rifles, wenn wir noch ein paar brauchen. Und zwar deswegen, weil ich vorhabe, diese Station dort auch zu besetzen. Warte, wenn wir die meisten reinsetzen. Die können wir nämlich im schlimmsten Fall verkaufen, diese Heavy Laser. Na komm schon, könnten wir das bitte abschießen? Dummes UFO. Was heißt Tracking Lost? Achso. Return to Base. Ich nehme mal an. Sie werden ins All abgehaut sein. Na gut. Kann man nichts machen. Okay. Achso, das Spiel speichert. Deswegen hat es gehangen. Wir sind mit den Hangern fertig. Das heißt, wir können uns einen Interceptor hierher kaufen. Und wir können uns auch hier einen Interceptor herkaufen. Außerdem hier sind wir nur noch 9 Dings vom fertig. Das heißt, wir werden hier auch. Wir werden uns hier auch 10 oder 15 Soldaten. 10 Soldaten und noch ein paar Scientists, so viel sich halt ausgehen. Chase Recruit. Mal 10 Soldaten. Machen wir mehr. 15 Soldaten. 10 Soldaten machen wir mal. Für den Anfang. Und not enough money. 20 Scientists. Ist okay. Dann machen wir von hier ein. Warte mal, welches ist denn das da? Habana. Dann machen wir einen Transfer nach Havana. Und zwar, was transfern wir? Wir transfern mal
gemacht von den Laser Rifles. Ah, 6 von den Laser Rifles, 2 von den Heavy Lasers, einen Small Launcher und 4 Bomben dazu. Außerdem davon noch 8 und 16. Weil ich möchte, dass die Wissenschaftler genau das dort erforschen, die Plasmawaffen. Und davon auch noch 4 und 8. Mind Probes könnten wir auch rüberschicken, eine zumindest zum Anschauen. Ist okay. Oh, wir haben kein Geld mehr. Ah, warte mal. Dann werden wir was Sachen verkaufen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Also, davon können wir sowieso alle verkaufen. Das kennen wir schon. Was können wir noch verkaufen? Alien Alloys behalten wir uns noch. Sicherheitshalber. Personal Armors natürlich behalten wir uns auch. Mind Probes auf jeden Fall. Zwei Heavy Laser noch. Gut, Rana ist etwas besser ausgerüstet. Und 15 Tage noch. Ein Small UFO nach Nordwesten. Ah, das werden wir nicht finden. Da fliegen wir wieder zurück. Das werden wir nicht erreichen. Wird Zeit, dass die Interceptor in diesen Gebieten. Ja, das können wir auch in Frieden lassen. Ach Gott. Schaffen wir das noch vor Nachtbeginn? Da drüber. Hatten wir in Brasilien schon mal Terror? Ich glaube fast. Zum Speichern. Sicherheitshalber. Nein, wir schaffen das nicht mehr per Tag. Aber ein Terror-Einsatz in der Nacht. Sollen wir riskieren, es nicht zu machen? Es werden sehr viele Leute sterben. Return to base, nein. Das ist mir zu riskant. Pfeif auf den Terror-Einsatz. So. Okay, das ist noch nicht fertig. Soldiers. Schauen wir mal die neuen Soldaten an. Was die können. Brave. Sagen wir mal, wir machen doch bei 60 das Firing. Sonst haben wir. Naja, gut, andererseits ist es wurscht. Das ist ein Chicken, könnte man sagen. Aber wenigstens ein starkes Chicken. Finn Burke.
Komai. Guter Schütze. Lorena Guzman. Auch eine relativ gute Schützin und stark, aber leider ein Chicken. Julia Petrova. Du bist mutig. Du bist auch mutig. Und stark. Du bist auch mutig. Du kannst ganz gut schießen. Du kannst auch ganz gut schießen. Okay. Keine Rüstungen hier. Okay. Gut, so, wartet mal. Wir sollten hier. Haben wir Missile Defense? Nein, wir sollten warten, bis wir die Laser Defense bauen können und dann Laser Defenses bauen. Ich habe keine Ahnung, ob die Defenses irgendetwas bringen. Das ist doof, das ist auch noch nicht. Ja, Havana hat leider noch keine. Ärgerlich. Wir könnten versuchen, es mit dem Sky Ranger zu. Ah, der ist noch Refueling. Okay. Wir könnten nicht versuchen, es mit dem Sky Ranger zu machen. Und weg. Hey, Research complete. Floater Soldier. Few reports. Ich glaube, die helfen uns irgendwie eine spezielle Rüstung zu entwickeln. The floaters are primarily soldiers and terror agents. They are naturally predatory beasts, genetically engineered and cybernetically enhanced to make formidable warriors. The lower half of the body and most internal organs are surgically removed and the life support system is installed. This implant contains an anti-gravity unit, which enables the creature to float, albeit unsteadily, through the air. Na super. Okay. Ah, Laserkennung machen wir schon. So, schauen wir mal. Was ermöglicht mir das? Hyperwave Decoder. Motion Scanner. Alien Grenade können wir auch noch nicht. Wow. Die können wir auch nach Havana schicken. Machen wir mal den Hyper. Nein, Mind Probe ist gut. Mind Probe sollten wir starten. Oh yay! Du bekommst zwei Avalanche Launchers. Sollte der Kampf gegen die Aliens etwas einfacher werden, nachdem wir dort auch noch Interceptor haben in diesen Stationen. Noch 5 Tage.
Wir sollten noch ein Living Quarters machen, gell? Naja, andererseits, zurzeit brauchen wir es eh nicht. Zurzeit haben wir eh noch genügend Platz für alles, was wir da drinnen haben. Okay, soll es sein. Laserkennens. So, damit können wir jetzt unsere Raumschiffe auch ausstatten, wenn wir das gebaut haben. Reloading Time 12 Sekunden. This conventional laser beam is powered by an antimatter reaction chamber. 21 Kilometer Range. 35% Accuracy. Okay, das Ding schießt schneller, aber dafür auf kürzere Distanz, glaube ich. Ja, immerhin größer als das, aber der Avalanche hat 60 Kilometer Range. Sogar geringer als die Stingray. Macht den gleichen Schaden wie die Stingray. Schießt aber natürlich weit häufiger als die beiden. Jo, und Laser Defense können wir jetzt auch erforschen. Ich glaube, das machen wir auch als nächstes. Laser Cannon Tank und Laser Cannon können wir jetzt bauen. Das ist vielleicht gar nicht einmal so eine schlechte Idee. Diesen Laser Cannon Tank könnten wir als Truppe zu den einzelnen, in die einzelnen Gebiete schicken. Okay, aber dazu müssen wir zuerst einmal Manufacturing haben. Noch 3, noch 9. Ja, sobald die anfangen zu erforschen, wenn man dort Dinge rekrutieren, obwohl wir könnten so einen Tank-Laser Cannon bauen. Oder nur einen Laser Cannon. Oder mehr Personal Armors. Mehr Personal Armors. Nochmal 15 Personal Armors. So oft wie wir noch weiter sterben werden. Also ich fürchte, dass dieser Monat jetzt kein guter Monat war. Können wir das abfangen? Gut aus. Schaut wieder nach einem Wüstenkampf aus. Das kennen wir schon. Das haben wir schon letztens gemacht. Okay. Wir warten noch, bis es Tag ist. Dann machen wir ein Intercept mit dem Ding. Gut, ich werde diesen Kampf machen, ohne euch dabei zuschauen zu lassen, weil das schaut eh alles gleich aus. Und nachdem die letzte Folge eh schon so lange war, machen wir für heute Schluss. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schlaft's gut und träumt was Schönes. Bis dann.